Chief Palmer hatte das Feuer im 78. Stock des Südturms erreicht und hatte einen Plan, es zu löschen. Leiter 15, wir haben zwei isolierte Brandherde hier. Es müsste mit zwei Schläuchen zu schaffen sein. Gib das über Funk raus. 78. Stock, einige 10-15, Code 1. Wenn das 78. Stockwerk ein Feuerinferno war, dann wäre Palmer nicht so weit gekommen. Und mit Sicherheit wäre er nicht in der Lage gewesen, es zu löschen. Sehen wir uns zum Vergleich mal ein echtes brennendes Inferno an, das den Namen verdient. Dies ist der Windsor Tower in Madrid, der im Februar 2005 in Flammen aufging. Der Turm brannte 16 Stunden lang lichterloh, und obwohl einige obere Bereiche kollabierten, blieb das innere Stahlgerüst intakt. Es war sogar noch stabil genug, um einen schweren Baukran zu tragen. Vergleichen Sie ein 16-stündiges Inferno mit 90 Minuten Rauch am 11. September. Bei einem verheerenden Brand sieht man meterhohe Flammen und eine entsprechende Rauchentwicklung. Am World Trade Center sah man jedoch nur Rauch, ohne die dazugehörigen Flammen. Gleiches galt für das Pentagon. Viel hervorquellender Rauch, aber nicht die geringste Spur von Flammen, wirkt irgendwie unrealistisch. Is closed down, so if you're leaving the home or ohne den Rauch hätte man leicht den Eindruck gewinnen können, dass die ganze Situation im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht so brenzlig war. Daher liegt die Vermutung nahe, dass zusätzlich Rauch eingebaut wurde, um das Schauspiel möglichst apokalyptisch wirken zu lassen. Hier sehen wir übrigens ein Artefakt der Bildkomposition. Es handelt sich um das Echo des Sturms und des wahrscheinlich falschen Rauchs. Irgendwie übertrieben ist die Computertricktechnik ein wenig mit der Rauchmenge. Wirkt das noch realistisch? Auch am Pentagon konnte man sich nicht beschränken. Wenn man sich etwas mehr mit den Bildern befasst, entwickelt man schnell ein Gefühl dafür, wie viel Trickserei hinter diesen unechten Aufnahmen steckt. Das ganze Schauspiel mit verschiedenen Ebenen, falschem Rauch, wild schwankenden Kameras und so weiter wurde veranstaltet, um die Szenerie des Mega-Rituals viel bedrohlicher und katastrophaler wirken zu lassen, als sie es in Wahrheit war. Die Medien, von denen wir gerne annehmen, dass sie der Wahrheit verpflichtet sind, sind tatsächlich nur ein weiterer Kopf der Verschwörungshydra. Ihre Aufgabe war die Täuschung der Massen am 11. September und die fortwährende Verschleierung der Wahrheit danach.